Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Skyrim in Staffel Nummer 6. Und wir haben gestern die dunkle Bruderschaft betreten, jedenfalls das Lager von denen. Was wir hier machen werden, steht noch in den Sternen. Wir werden sehen, was Astrid dazu zu sagen hat. Nee, meine liebe Astrid, was geht? Ah, endlich. Ich hoffe, ihr habt den Ort ohne Mühe gefunden. Sicher, ich war schon hier 10.000 Mal. Und nun? Was nun geschieht? Ihr beginnt euer neues Leben in der dunklen Bruderschaft. Ihr gehört nun endlich zur Familie. Dies ist, wie ihr selbst seht, unsere Zuflucht. Ihr findet in ganz Himmelsrand keinen sichereren Ort. Also macht es euch gemütlich. Ja, cool. Wann darf ich jemanden umbringen? Schon bald, Schätzchen. Schon bald. Ich bereite einen Auftrag für euch vor, brauche aber noch etwas Zeit. Bis dahin solltet ihr Nasir aufsuchen. Er hat vielleicht ein paar kleinere Aufträge zu vergeben, mit denen ihr euch über Wasser halten könnt. Die Mutter der Nacht wird schon bald eintreffen. Dann werden die Dinge hier garantiert noch interessanter. Ach ja, noch etwas. Ein Willkommensgeschenk. Die Rüstung der dunklen Bruderschaft. Möge sie euch gute Dienste leisten bei all euren Vorhaben. Brauche ich nicht. Wer solche Freunde hat, schon lange keine Erfolge hier mehr bekommen, ne? Wer ist die Mutter der Nacht? Die unheilige Oberin, die verhüllte Dame, die Herrin der Leere. Sie trägt viele Namen. Vor sehr langer Zeit schenkte sie Thys einer Frau 5 Kinder. Sie tötete sie, um seine Gunst zu erlangen und wurde so zur Mutter der Nacht, wenn man derartige Geschichten glaubt. Heute ist sie, sie ist nur noch ein Skelett, ein alter Leichnam. Was aber viel wichtiger ist, es handelt sich um einen Leichnam, der von ihrem Bewahrer in diese Zuflucht gebracht wird. Okay, die Mutter der Nacht wird also hierher gebracht. Ja, vor einigen Monaten erfuhr ich vom Bewahrer der Mutter der Nacht, dass er nach seiner Abreise aus Syrodiil in Himmelsrand angelangt war. Die Krypta der Mutter der Nacht in Bravil wurde zerstört. Das haben wir dem Chaos des Krieges gegen die Talmor zu verdanken, also musste sie umziehen. Ich weiß nicht, wo sich der Bewahrer in den vergangenen Monaten aufgehalten hat, aber ich habe unlängst einen weiteren Brief erhalten. Er bringt die Mutter der Nacht hierher, schon bald. Syrodiil? Ich sag immer Syrodiil. Was ist los? Aber gut. Woher kommen die Aufträge? Sie kamen immer von der Mutter der Nacht. Potenzielle Auftraggeber mussten das schwarze Sakrament vollziehen, damit sie ihre Gebete erhört. Die Mutter der Nacht teilte dem Zuhörer dann die genauen Umstände mit. Der Zuhörer entsandte dann einen Sprecher, der den Auftrag mit dem Auftraggeber offiziell vereinbarte. Ach, das ist alles aber schon sehr lange her. Es gab schon seit Jahren keinen Zuhörer mehr. Nicht seit Syrodiil im Krieg mit den Talmor überrannt wurde. Aber die Leute wissen das nicht, also vollziehen sie noch immer das Ritual. Und früher oder später erfahren wir davon. Wenn jemand uns braucht, finden wir es auch heraus. Interessant. Und wenn ich beim Töten erwischt werde? Das vermeidet ihr besser. Natürlich ist auch mir bewusst, dass es nicht immer so einfach ist. Manchmal geht es darum, eine deutliche Botschaft zu übermitteln oder der Auftrag verlangt eine öffentliche Ermordung. Mord ist selbstredend ein äußerst schweres Vergehen. In dem Fürstentum, in dem ihr dieses Verbrechen begangen habt, wird ein sehr hohes Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Ihr könnt natürlich fliehen, aber der Preis auf euren Kopf bleibt. Wenn euch eine Wache angreift, könnt ihr versuchen, euch zu ergeben. Dazu steckt ihr am besten eure Waffe weg. Wenn die Wache eure Geste akzeptiert, könnt ihr entweder eure Strafe in einer Zelle absitzen oder euren Kopf selbst freikaufen. Ist uns allen schon passiert. Wir tun, was wir tun müssen, um zu überleben.
Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Einige Mitglieder der Diebesgilde in Rifton kennen Mittel und Wege, ihre Strafe verwischen zu lassen. Gegen einen gewissen Preis. Es ist gut, das zu wissen. Interessant. Hätten wir auch damals machen können, haben wir aber nie gemacht. Gibt es irgendwelche Regeln, von denen ich wissen sollte? Früher war die dunkle Bruderschaft an die 5 Gebote gebunden. Aber wir halten uns schon seit Jahren nicht mehr daran. All diese Regeln, all die Disziplin und seht nur, was am Ende aus der dunklen Bruderschaft geworden ist. Wir sind die Letzten unserer Art und wir leben nach unseren eigenen Vorstellungen. Respektiert einfach eure Familie. Wenn ihr das tut, ergibt sich alles andere von selbst. Irgendwie werden alle Gilden ausgerottet, ne? Magiergilde existiert auch nicht mehr, das ist jetzt die Magierakademie. Und jetzt die dunkle Bruderschaft verschwindet auch so langsam. Die Kämpfergilde existiert auch nicht. Was gibt es denn noch auf dieser Welt, für das es sich zu kämpfen lohnt? Die Diebesgilde. Aber ich glaube, damals war die auch ein bisschen größer, ne? Damals war ja die Diebesgilde tatsächlich in jeder Stadt vorhanden. Und jetzt nur noch in Riften. Genauso wie die dunkle Bruderschaft war in mehreren Städten vorhanden. Und jetzt? Nur noch hier? Naja. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Diese Zuflucht war mein Leben, seit ich eine junge Frau war. Schon früh entdeckte ich meine Gabe fürs Töten. Ich hatte einen Onkel, der mir bestimmte unerwünschte Avancen machte. Also brachte ich ihn um. Es gefiel mir. Dann habe ich wieder getötet. Und es gefiel mir noch mehr. So ging es dann immer weiter. Schließlich wurde ich von der dunklen Bruderschaft angeheuert und bin seither bei ihnen. Ich lernte meinen Ehegatten Arnbjorn kennen, stieg in die Führungsriege auf und nun stehe ich hier. Hört sich irgendwie ein bisschen krank an, oder? Die ganze Geschichte. Stellt euch auf jeden Fall den Mitgliedern eurer neuen Familie vor. Sie können es alle kaum erwarten, euch kennenzulernen. Ja, coole Angelegenheit. Wieso schleiche ich überhaupt? Ich weiß es nicht. Ach ja, ich hätte ja einen Seelenstein geklaut, ne? Da war ja was. Stein von Baron Sia. Jawohl, einer mehr für unsere Sammlung. Die müssen wir übrigens auch noch finden. Es wartet eine große Aufgabe auf uns. Oh yeah. Tut mir leid, aber ich habe noch keinen großen Auftrag für euch. Ja, ja, ja. Gut, dann weiß ich auf jeden Fall, was ich tun werde zwischen den verschiedenen Gilden. Süßigkeiten zu kaufen. Gut, in Ordnung. Dann mal los. Oh, ihr seid aber ein hübsches, kleines Mädchen. Möchte das Zuckerstück ein Zuckerstück? Oh ja, wie wäre es mit etwas Schokolade? Oh, ja bitte, werter Herr. Mama und Papa haben mich allein gelassen und ich bin so hungrig. Ich kenne eine Abkürzung zum Süßigkeitenladen. Durch diese Gasse hier. Oh ja, sehr gut, sehr gut. Oh weh, hier... Ach, Babette, ihr seid Nein. Wirklich schlimm. Was ist mit euch, Festus? Wie ist euer letzter Auftrag gelaufen? Oh ja, bitte, alter Mann. Erfreut uns mit euren Geschichten der Magie. Ach, die Jungen und Unbedarften machen sich immer über die Erfahrenen und Genialen lustig. Mein Auftrag ist bestens gelaufen, das kann ich euch sagen. Hab einen neuen Zauber ausprobiert. Etwas, woran ich in meiner Freizeit gearbeitet habe. Ich war so nah dran, diesem Priester das Innerste nach außen zu kehren. Oh, echt eklig. Und was ist mit eurem letzten Auftrag, Arnbjorn? Irgendetwas mit einem Khajiit? Ein Kaufmann, nicht wahr? Ein großer Wauwau, der eine kleine Katze verfolgt. Wie süß. Ich bin nicht süß. Es war nicht lustig und er war kein Händler. Er war ein Khajiit-Mönch. Ein Meister des Stils des flüsternden Fangzahns. Aber jetzt okay. Ist er tot. Und ich habe einen neuen Lendenschurz.
Die sind alle irgendwie ein bisschen krank, ne? Vor allem die Babette. Erstmal seltsamer Name. Da seid ihr ja. Astrid, lasst euch nicht von meinem Aussehen täuschen. Also, ich bin älter als ihr. Viel älter. Oh, sowas passiert eben, wenn man als zehnjähriges Mädchen von einem Vampir gebissen wird. Oh. Das erklärt einiges. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Ich bin nur ein kleines Mädchen. Die dunkle Bruderschaft hat Mama und Papa getötet und mich mitgenommen. Bitte, bitte helft mir. Ziemlich überzeugend, nicht wahr? Auf jeden Fall. In Wahrheit bin ich kein kleines Mädchen. Früher war ich eins natürlich. Vor 300 Jahren. Als Vampir bleibt man erstaunlich frisch. Tja, du armes Stück Scheiße, du. Tja, nun, das ist rohes Fleisch. Oh, meine hübsche Frau hat mir alles über euch erzählt. Ja, das ist ein bisschen irritierend. Deine hübsche Frau und du bist alles andere als hübsch. Ich glaube, das hat mit ihrem Onkel zu tun. Übrigens fehlt dir da unten rechts ein Stück Arm. Ich würde damit mal zum Arzt gehen. Ihr wisst nichts über mich oder meine Fähigkeiten. Ich gebe euch eine Woche, bevor ihr tot am Wegesrand liegt. Was könnt ihr mir über euch erzählen? Ich könnte euch dasselbe fragen. Denn ihr seid mehr als nur sterblich. Ihr seid ein Kind des Mondes. Ihr seid ein Wolf. Woher weißt du das? Ihr seid also ein Gefährte. Woher sonst solltet ihr auch euer Geschenk haben? Ich hoffe, ihr habt mehr Glück mit ihnen als ich. Ja, ich war einst ein Bruder der Gefährten. Sagen wir, sie fanden meine Methoden beunruhigend. Die dunkle Bruderschaft sieht das etwas anders. Das erklärt deine Gangart und deine Waffe. Und dass du überhaupt im Nord bist. Oh! Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Worte Macht gelernt. Saugen. Todeszeichen. Was bist du denn? Lebenskraft entziehen. Ach, wir haben gleich alle drei bekommen, ja? Entzieht deinem hilflosen Gegner gleichzeitig magische und sterbliche Energie. Entzieht dem Ziel 20 Sekunden lang einen Gesundheitspunkt pro Sekunde. Entzieht dem Ziel 20 Sekunden lang einen Magikerpunkt. Okay. Gut. Wissen wir schon mal Bescheid? Sind die Geschichten wahr? Ihr seid also das jüngste Mitglied unserer schrumpfenden kleinen Problemfamilie. Ich habe einige Geschichten über euch gehört. Hast du? Ihr werdet noch mehr hören, das kann ich euch versichern. Oh, wie dreist. Ich gebe euch 3 Tage. Dann vermasselt ihr irgendetwas und jemand schlitzt euch die Kehle auf. Aber wer weiß, man hat mich schon früher einmal eines Besseren belehrt. Wie die alle keine Hoffnung haben, ey. Astrid hat gesagt, ihr hättet Arbeit für mich. Ach, hat sie das? Nun, es gäbe da schon noch den einen oder anderen unerledigten Auftrag zu vergeben. Es werden auch noch weitere Aufträge hier eintrudeln. Ich werde sie euch zuteilen, sobald sie verfügbar sind. Ihr könnt sie dann nach Belieben erledigen. Hört sich einfach an. Ist es auch. Ich will euch aber nichts vormachen. Diese Aufträge sind nicht besonders glanzvoll. Und reich werdet ihr dabei auch nicht. Wenigstens bleibt ihr beschäftigt. Erledigt sie ganz nach Belieben. Die Zielpersonen gehen nirgendwo hin, also besteht kein Grund zur Eile. Ihr könnt mir den Vollzug dieser Aufträge entweder einzeln melden oder warten, bis ihr alle Ziele eliminiert habt. Bleibt ganz euch überlassen. Okay, was könnt ihr mir über euch erzählen? Nun, wie ihr sicher schon bemerkt habt, bin ich Rotwardone. Allerdings habe ich nur wenig mit den meisten anderen Rotwardonen hier in Himmelsrand gemeinsam. Das steht fest. Ich bin ein Kind Hammerfels. Geboren im Sand der mächtigen Wüste Alikir. Das Blut leuchtet dort in einem Rot, das sich kaum in Worte fassen lässt. Meine Vergangenheit ist lang und reich an Geschichten, auf die ich nicht immer stolz bin. Die dunkle Bruderschaft hat mich vor mir selbst gerettet. Seither habe ich nie wieder zurückgeblickt. Okay, gib mir noch. Dann mal los. Ich habe im Augenblick 3 Aufträge zu vergeben.
Eure Ziele sind der Bettler Narfi, ein ehemaliger Müller namens Enodius Papius und die Minenleiterin Beitilt. Erledigt diese Aufträge, dann werden wir sehen, ob es noch mehr Arbeit für euch gibt. Okay. Das werden wir easy erledigen. Ich? Pff, lass mich doch nie im Leben umbringen. So, Bart. Ich bin mir sicher, dass wir uns handeln. Hast du etwas für mich, Kollege? Eine diadische Rüstung. Das ist schon mal ein guter Anfang. Dann werden wir die gleich benutzen zum Verzaubern. Moment, die haben hier bestimmt einen Verzauberungstisch, ne? 100%ig haben wir hier einen Verzauberungstisch. Ich habe doch hier schon irgendwo einen gesehen. Ich habe hier doch irgendwo schon einen gesehen, oder? Oder? Ich meine, die haben hier einen Zauberer, ne? Ich denke mal, der übt dunkle Magie aus. Ist dir so kalt, Dude, oder was? Was ist denn los? Verlangt mich etwa zu viel von euch? Nein, ich will mich ausrüsten. Ich will mich besser ausrüsten. Wenn ich mich hier nur auskennen würde, was bist du? Ach so. Hier ist kein Weg entlang. Also ich weiß, dass die eine Mystikerin ist. Das heißt, sie kennt sich mit Pflanzen aus, etc. pp. Sie wird keinen Verzauberungstisch haben. Hier ist nur ein Bett. Das war mal eine Nordruine. Das sieht man. Ich könnte schwören, wo ist dieser Nelot oder wie auch heißt? Nee, Nelot war ein anderer, ne? Oder hieß der Nelot? Ich weiß es nicht. Der Magierfutz hier halt, ne? Okay. Festus. Nee, laut Festus, das hört sich ziemlich gleich an. Okay. Hat mir nichts gemacht. Ah! Ein Ergana-Verzauberer. Gut. Als allererstes würde ich gerne mal was versuchen. Und zwar haben wir hier eine Halskette. Haben wir Seelensteine dabei? Wir haben natürlich nicht die Seelensteine dabei, die ich gerne hätte. Was können wir da drauf zaubern? Alchemie, Ausdauer, Heilungsrate, Illusion, Magika, Redekunst, die Tragefähigkeit, Veränderung wollten wir auch nicht. Schade. Ich dachte, hier könnte man vielleicht Verzauberung. Ich glaube, das haben wir sogar damals schon gesucht, ne? Verzauberung. Ja gut, sonst, man hätte das eventuell sonst unendlich hochstecken können. Aber gut. Schade, ich möchte eigentlich ungern mit normalen Seelensteinen arbeiten. Weil das irgendwie kacke ist. Was haben wir derzeit für Ausrüstung dabei? Waffen und Rüstung können... Achso. Einhändig. So, den wollten wir haben. Der Träger kann sich lautlos bewegen. Oh. Was haben wir hier? Schleichen, achso. Wo ist denn mein Amulett? Da. Das wollten wir doch haben. Gut, dann müssen wir halt Richtung Heim. Gabriella? Neue Schwester, ich möchte euch in unserer Familie herzlich willkommen heißen. Ich bin ein Assassine, der seinesgleichen sucht. Ich gehöre hierher. Euch umgibt auf jeden Fall eine seltsame Energie. Ich freue mich darauf, eure Fortschritte zu verfolgen. Dankeschön. Was für eine seltsame Frage. Nun, ich mag mondhelle Nächte. Lange Strandspaziergänge, Stricken und Einhörner. Ja, einmal bin ich sogar in einer mondhellen Nacht am Strand spazieren gegangen und habe dabei ein Einhorn gesehen, dem ich dann mit einer Stricknadel in den Hals gestochen habe. Ich bin eine Frau mit einem edlen, aber einfachen Geschmack. Okay, mit dir reden wir nie wieder. Du bist ein bisschen zu krank. Aber du bist komisch, das gefällt mir. So, heute haben wir damit eigentlich nicht viel gemacht eigentlich.
Wir werden uns jetzt schon mal auf den Weg... Was bist du? Ach, das sind die 5 Regeln. Richtig verstaubt. Wir werden uns auf den Weg Richtung Heim machen, um ein paar Seelensteine zu holen. Alter, wo ist denn der Ausgang? Ach ja, wir haben hier eine kleine Kartenmarkierung, ne? Richtung Heim begeben. Morgen werden wir einmal kurz die Rüstung so verzaubern, wie ich das gerne haben möchte. Wir können sie dann später immer noch legendär machen, so ist es nicht. Da mache ich mir keine Sorgen. Und dann gehen wir zu unserem ersten Auftrag. Ja, ich weiß. Das Ganze wird ja nicht lange dauern. Das können wir auch jetzt easy machen. Man muss dazu sagen. Freunde, ich habe endlich die Internetverbindung, die ich brauche als Let's Player. Es ist unglaublich. Ich hab vorhin einen Test gemacht. Also es war ein bisschen komplizierter. Ich musste erstmal die Internetverbindung herstellen. Das heißt, auf den Zettel, den ich bekomme, habe stand, warten Sie, bis das Telefon funktioniert, rufen Sie an, geben Sie PIN ein. So. Es war 20 Uhr, immer noch nichts passiert. Habe ich auf meinen Router zugegriffen, habe mich da irgendwie vollkommen reingehackt und habe da den Zugangspin eingegeben und hatte dann Internet und habe dann ausprobiert, wie schnell es geht, eine 700 MB Folge hochzuladen. Und das Ergebnis war 13 Minuten. Das heißt, wir können jetzt easy locker einmal kurz nach Hause gehen, das Ganze verzaubern und dann auf jeden Fall morgen direkt zum Metzeln gehen. Oh, ist das herrlich, Freunde. Ich habe vorher 2 Stunden gebraucht für 700 MB und jetzt brauche ich 13 Minuten. Das müsst ihr euch mal reinziehen. So groß ist der Unterschied. So groß ist der Unterschied zwischen der Verbindung, die ich durch U2 bekommen habe, als ich gewechselt habe, und die ich durch die 50.000er bekommen habe. Und da sagen die mir, mehr kommt da nicht an. Okay, ich gebe zu, die 50.000er-Leitung ist eine andere Leitung als die DSL-Leitung. Es ist halt VDSL, ne? Muss man dazu sagen, es ist eine bessere Verbindung. Aber trotzdem, ich bitte euch. Ich hatte ein Upload von knapp 700. Und das war schon gut. Und mein Download war, ich glaube, 4.000 oder so. Nicht großartig. Aber das hat ja endlich jetzt sein Ende. Und tatsächlich kann ich gleich im Anschluss die Folge schon hochladen. Ich muss gar nicht mehr bei der Arbeit hochladen. Ich kann jetzt bei der Arbeit wieder chillen, wieder ein bisschen zocken und kann einfach den Tag genießen, so dass die Filme, meine Serien von alleine freigeschaltet werden. Das hatte ich schon seit einem Monat nicht mehr. Seit einem Monat habe ich den Stress. Schaut mal, Mama, ich habe einen neuen Freund gefunden. Ist das ein Fuchs? Ein Fuchs? Darf ich das Tier bei mir aufnehmen? Bitte. Ja, gut. Aber nur, weil ich dein anderes Tier getötet habe. Ihr seid super. Danke. Ja, pass auf aber, dass er nicht wieder einen Genickbruch bekommt, ne? Hallo Fuchs, du siehst ein bisschen anders aus. Und du stehst mir im Weg. Och, ist der süß. Oh, ist der süß. Ah, wie cool. Du gehörst dahin, Kollege. Ja gut, du bist zwar nicht gerade, aber immerhin bist du da, wo du hingehörst. So, ich hoffe, ich erinnere mich, wo wir die Seelensteine aufbewahrt haben. Wieso ist Sophie eigentlich die Seltsame in der Familie? Und wie hieß die andere? Ich weiß nicht mal, wie die andere heißt. Luca oder so ähnlich. Wie heißt meine andere Tochter? Ich weiß es nicht. Meine andere Tochter ist so langweilig, dass ich mich nicht an ihren Namen erinnere. Wir nehmen mal so 10 mit, für den Fall der Fälle. Und das finde ich mal krass. Ich erinnere mich nicht an den Namen meiner anderen Tochter. Weil die einfach nur so langweilig ist. So, die adrische Rüstung. Verzaubern wie deine mächtigen Seelenstein. Und dann nehmen wir nämlich Beschwörung verstärken. Verbrauchen weniger Magika. Ich will nicht weniger Magika verbrauchen. Ich will, dass die Beschwörung stärker wird, sonst bringt mir doch der ganze Scheiß nichts.
Okay. Verbraucht weniger Magika. Aber es muss doch möglich sein, Beschwörung zu verstärken, dass ich mehr Schaden mache. Oder dass das Level von Beschwörung aufsteigt, oder? Ach nee, das ergibt keinen Sinn, ne? Es ergibt keinen Sinn. Das stimmt. Wieso sollte ich das Level von Beschwören verbessern können? Das würde nämlich nichts bringen, weil es zu wenig Sachen gibt, die Beschwörung stärker, also wo die Beschwörung Schaden macht. Okay, wir haben die Rüstung umsonst gekauft. Ich geb's zu. Alles für den Arsch. Alles für den Arsch. Und ich habe mich gefreut. Naja, wir sind eine erkenntnisreicher geworden, Freunde. Zudem haben wir eine längere Folge heute gemacht, die ein bisschen sinnlos war, aber gut. Was soll's. Passiert. Na gut. Was ich auf jeden Fall machen wollte, ist auf Beschwörung gehen und das beschworene Schwert beschwören. So, Waffen. Ja, das Drachenknochenschwert ist natürlich um einiges besser. Mit 117 Schaden, alter Schwede. Na gut, Freunde. Ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen wieder. Das mit dem Beschwören mit der Rüstung hat nicht funktioniert. Gut, das ist scheiße. Wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.